Wenn ihr schon länger mit Aula arbeitet oder sehr aktive Aula-Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform habt, kann es sein, dass sich im wilden Ideenraum einiges angesammelt hat. Um den Überblick zu behalten und keine doppelten Ideen zu erstellen, könnt ihr Ideen suchen oder filtern. Zum Suchen tippt einfach ins Feld rechts neben der Lupe einen Begriff ein. Als Beispiel möchte ich einen Kinotag machen, also einen Tag, an dem wir alle gemeinsam ins Kino gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht schon mal jemand diese Idee hatte. Deshalb tippe ich nun in die Suchleiste Kino. Wie ihr seht, hatte bereits jemand diese Idee. Jetzt kann ich gemeinsam mit ihm oder ihr die Idee ausarbeiten und bei allen Aula-Nutzerinnen und Nutzern Werbung dafür machen, um die notwendige Unterstützung zu bekommen. Falls ihr euch nur dafür interessiert, welche Ideen es für eine Kategorie gibt, könnt ihr die Ideen auch filtern. Dazu klickt einfach auf ein oder mehrere Symbole, die ihr euch anschauen wollt. Ich möchte mir beispielsweise anschauen, welche Ideen für die Kategorien Aktivitäten und Ausstattung gepostet wurden, deshalb drücke ich auf diese zwei Symbole. Dadurch, dass die Symbole grün werden, könnt ihr sehen, dass nur noch die Ideen für diese beiden Kategorien angezeigt werden. Nun könnt ihr einfach nach unten scrollen und schauen, welche Ideen die anderen so haben. Eine weitere Möglichkeit, ein wenig Struktur in die vielen Ideen zu bekommen, ist die Sortierfunktion. Wenn ihr im wilden Ideenraum seid, seht ihr links zwei Pfeile, einer nach oben und einen nach unten. Daneben steht Datum sowie Unterstützung. Wenn ihr auf Datum klickt, wird euch die neueste Idee ganz oben angezeigt, die älteste steht folglich ganz unten. So ähnlich funktioniert das auch mit dem Klick auf Unterstützung. Hier seht ihr nun, dass die Idee mit den meisten Unterstützungen ganz oben steht, die mit keiner bzw. wenig Unterstützungen ganz unten.